Jo, hallo und willkommen hier auf meinem Kanal InCav. Heute mal ein ganz außergewöhnliches Video. Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum kommt denn jetzt hier mein Einkauf von Video? Und zwar hat das folgenden Grund. Wir haben uns letztens mal im Stream bei Twitch Tanzverbot angeguckt, ja. Da hat er 2018 und 2019 so mein Einkauf von Videos gemacht. Darauf haben wir reacted, war mega entspannt. Und ich dachte, ich mache das jetzt einfach mal auch. Gerade eben kam ein Paket an, das lohnt sich auf jeden Fall, das auszupacken. Denn es hat was mit dem Hintergrund zu tun. Denn hier ist ja jetzt kein Nanoleafs mehr. Deswegen, da muss man auf jeden Fall mal was anderes hin. Machen. Ich habe meine Nanoleafs jetzt hinter dem Monitor gemacht und sieht geil aus. Und dann habe ich natürlich noch den Einkauf, weil ich war vorhin erst einkaufen und deswegen hat das ganz gut gepasst. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir öffnen das einfach mal. Nice, dass die Pakete auch hier schon aufgerissen haben. Ja, das sieht sehr, sehr geil aus. Irgendjemand wollte da wahrscheinlich schon wieder Auge machen. Und ja, scheiß drauf. Komm, wir machen das jetzt einfach mal auf. Ich versuche das jetzt mal. Geht das auch normal auf oder wie schaut das hier aus? Okay, ja. Okay, ich hab's euch nämlich noch nicht erzählt, was genau der Hintergrund ist. Außer die Twitch-OGs, die wissen's schon. Ich möchte nämlich im Hintergrund jetzt Displays haben. Ja, und deswegen kamen gerade eben Displays an. Ja, und ich bin auch nicht Sponsor oder sie sind auch nicht Sponsor von meinem Kanal oder sowas. Also ich habe mir das einfach gekauft, weil es geil aussieht für den Hintergrund vielleicht. Keine Ahnung, ich hab's ausgemessen. Theoretisch müsste das nice aussehen. Und ja, da haben wir auch schon die Bilder. Sehr, sehr nice. Okay, also wir haben einmal so, also ich habe das alles im Retro-Look, ne? Ich habe das alles so in der Farbe und das müsste dann alles hier so hingeheftet werden. Ja, und dann haben wir vielleicht hier ganz nice Displays. Okay, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Also das könnte dann auf jeden Fall nice aussehen. Dann habe ich so ein Retro-Look-Auto, ja? Sieht eigentlich auch fresh aus. Das machen wir, glaube ich, auf die rechte Seite. Dann die Stadt in die Mitte und auf der linken Seite kommt noch das Retro-Auto. Und das sieht eigentlich auch geil aus. Ne? Also ich finde, es sieht schick aus. Alter. Die Module sind erstmal abgefallen. Sehr nice. Ja, und das kommt dann, denke ich, auf die Seite. Also ich denke, kann schon einen geilen Look haben. Ne? Wenn er noch die Belichtung noch ein bisschen besser hinhaut, dann sieht es noch geiler aus. Aber nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, hier haben wir noch irgendwelche Tücher, womit wir es säubern können. Das Ganze hat 100 Euro gekostet. Die drei Bilder haben insgesamt 100 Euro gekostet, war im Angebot. Also ich konnte so einen Rabattcode draufhauen und da hat es statt 130 hat's nur 99 Euro gekostet. Ist natürlich trotzdem sehr viel Geld, weil 100 Euro, ja, ist schon einiges. Ja, ich bin jetzt auch nicht ein reicher Mensch oder so, der jetzt sagen kann, ey, 100 Euro sind kein Geld. Aber für den Hintergrund, denke ich, lohnt sich das einfach. Da habt ihr auch einen Mehrwert, ich habe einen Mehrwert und ich glaube, es kann sich dann vielleicht auch sehen lassen und dann haben wir auch nicht mehr das Problem, dass Leute reinkommen und sagen, du hast ein Hakenkreuz im Hintergrund, ja. Diese Losties, ja. Okay, das am Anfang und ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Einkauf. Der Einkauf hat um die 70 Euro gekostet. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt alles mit dazu genommen habe, aber der Großteil ist auf jeden Fall mit dabei, was wir eingekauft haben. Alright. Wir beginnen jetzt einmal mit dem ersten Beutel. Meine Katze, die chillt übrigens gerade auf dem PC. Das ist auch sehr nice. Okay, also erstmal, wir waren im Kaufland einkaufen. Wir gehen eigentlich nie in Aldi, Lidl oder sonst irgendwas, sondern wir waren im Kaufland einkaufen. Zum Beispiel jetzt, ich habe noch Katzenstreue, das haben wir auch mit eingekauft. Habe ich jetzt nicht mit hierher genommen. Es ist einfach nur lästig und schwer. Wir fangen einfach mit den Nahrungsmitteln an. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und zwar erstmal Baconscheiben, ja. Ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut, aber ich liebe es eigentlich, zum Frühstück, also keine Ahnung, wenn jetzt Sonntag ist oder so, Bacon anzubraten mit Rührei oder Spiegelei und dann noch ein Toast oder so. Das ist wirklich unfassbar lecker, also kann ich euch nur empfehlen. Ja, Mali, genau, deswegen die Baconscheiben. Ja, ansonsten haben wir noch Mozzarella-Käse gekauft, geriebener Mozzarella-Käse, sehr, sehr lecker. Oder auch hier Edamer. Ja, für Nudeln, ich glaube, das kennt man. Also ich denke, ihr dürftet auch Bescheid wissen. Man hat immer Käse zu Hause, ist wichtig und richtig, ne? Wo wir gerade bei Käse sind, meine Freundin, die fand das mal wieder ganz geil, so ein Fondue zu machen. Ein Käsefondue, das schmeckt brutal lecker. Also, das ist das leckerste Käsefondue, was ich kenne, ja. Wir haben schon immer mal so Schokofondue gemacht. Aber Käsefondue ist das hier von Hartegger das leckerste, Real Talk. Also, da könnte ich mich selber reinlegen. Ist jetzt aber auch nicht unbedingt so extrem gesund. Ich achte ja derzeit so ein ganz klein bisschen auf die Ernährung, aber naja, scheiß drauf, nützt alles nichts. Was auch einfach wichtig ist, also sorry, aber
change my mind, aber Nudeln ohne Wurst, ja, ohne Fleischwurst, sind wertlos, finde ich. Ich finde, zu Nudeln gehört Wurst dran. Sei es jetzt eine Bolognese oder sei es jetzt so eine Wurst, ich finde, zu Nudeln gehört Wurst dran. Ich weiß, jeder Vegetarier und jeder Veganer, die werden jetzt aufschreien und sagen, wie kannst du Wurst dazu essen? Völlig unnötig. Nee, Wurst ist einfach wichtig. Es schmeckt halt einfach extrem gut zu Nudeln. Ne? Ja, machen wir weiter. Ich habe mir Lachs, also das hole ich mir immer im Kaufland, Real Talk. Marinierter Lachs mit Basilikumrand und Senf-Honigsoße. Kann ich euch nur ans Herz legen, ist zum einen gesund, hat viele Eiweiße und gute Fette auf jeden Fall. Und vor allem hat das diesen geilen Honigsenf, diesen Honigsenf-Dressing mit dazu. Das schmeckt brutal lecker, ja. Das schmeckt echt lecker. Kostet aber halt, so eine Packung kostet halt 3 Euro, das ist halt eklig, ja. Okay, ansonsten haben wir uns noch Erdbeeren geholt. Ist absolut keine Erdbeersaison, aber ja, dann, ich denke, wir werden das wieder mit Schoko lasieren oder so und dann schmeckt das ganz gut. Ja, dann haben wir was für einen 12-Stunden-Stream. Ich nehme das ja jetzt gerade eben, heute ist Freitag und morgen ist dann ein 12-Stunden-Stream angesagt und deswegen haben wir uns hier noch einen Salat gegönnt. Ja, da müssen wir das jetzt nicht extra nochmal selber zubereiten. Das machen wir sonst immer. Ja, wir machen eigentlich unseren Salat immer selber. Da haben wir gleich 2 Stück, also eins für meine Freundin, eins für mich. Und da ist das, denke ich, relativ entspannt. So, ansonsten habe ich noch... Mali, ich muss es hier zeigen, ja. Und wenn du jetzt hier so rumrennst, habe ich ein großes Problem. Ansonsten haben wir noch ein Putenbrust-Innenfilet zum Braten. Ja, das war relativ günstig tatsächlich. Dann dachte ich mir, ich kaufe mir das, schneide ich das einfach an meinen Scheiben und dann brate ich das an und dann habe ich hier feine Pute. Ja, ist eigentlich lecker. Ich habe mir dazu noch indisches Curry gekauft. Das habe ich gar nicht mit eingepackt hier. Aber ich habe mir dazu noch indisches Curry gekauft und da kannst du halt, ja, also das war so ein Maggi-Beutel oder sowas, keine Ahnung, oder so ein Fixbeutel. Da kannst du das mit Reis richtig lecker essen und ich denke, das schmeckt dann ganz gut. Ja, ja, das ging jetzt auf den Nacken von meiner Freundin, ne? Also von Tina. Sie hat sich American Pancakes geholt. Die waren im Angebot. Man muss dazu sagen, by the way, wir kaufen sehr viel ein, was im Angebot ist. Ja, also wir sind richtige Sparfüchse, was das angeht. Wirklich, Real Talk, no joke jetzt. Wir kaufen fast nur Dinge im Angebot. Also wenn Joghurt im Angebot ist, dann kaufen wir es im Angebot. Ist jetzt nicht so, dass wir alles im Angebot kaufen. Also ich bin so, mich interessiert das nicht ganz so, aber meine Freundin sagt immer, ja ey, ist gerade im Angebot, wir müssen nach den roten Dingern gucken. Also wenn rote Schilder sind, ist das im Angebot, dann kaufen wir es. Ja, und ja, ey, aber so spart man auch so das Kleine und ja, insgesamt muss man dann nicht ganz so viel Geld ausgeben. Ja, die American Pancakes, ja... Sieht lecker aus. Ich hoffe, es schmeckt auch lecker. Ne? Mal so zum Frühstück. Ist schon nice. Was haben wir noch so? Wir haben noch ein Pizza-Kit. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht der größte Fan von diesen selbstgemachten Pizzen. Also von hier so Pizza-Kit und so. Keine Ahnung warum, aber die Form. Ich finde, eine Pizza muss einfach rund sein. Ich glaube, es liegt an der Form. Ich finde, eine Pizza muss rund sein und das ist halt eckig. Und das macht mich einfach fertig. Also schreibt mal rein, wie ihr das so seht. Aber ein Pizza-Kit weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob das eckig sein muss. Ich weiß es wirklich nicht. Ja, aber ansonsten trotzdem lecker. Wenn man es ordentlich belegt, ist das schon ganz geil. Da haben wir noch ein paar Zutaten da. Das funktioniert schon. Okay, machen wir weiter. Okay, das war wieder der Traumwunsch von meiner Freundin. Das ist halt auch... Das ist geil. Leute, ohne Scheiß, das ist geisteskrank lecker. Poppies. Das sind Mini-Donuts. Und ohne Scheiß, die schmecken geisteskrank lecker. Gerade zum Frühstück, echt empfehlenswert. So viel zu gesunder Ernährung. Es ging nicht auf meinen Nacken, Leute. Ich kann nichts dafür, dass das eingekauft wurde. Wir teilen uns dann immer später den Einkauf und ja. Es sind halt nun mal auch die Donuts mit drin, ja. Aber ich versuche trotzdem, so gut es geht, mich wenigstens proteinreich zu ernähren, ja. Weiter haben wir noch Weltmeister Merkornbrot. Das ist halt für meine Freundin. Ich selber habe also Eiweißbrot tatsächlich da. Und ja, wir kommen zur nächsten Tüte. Und Real Talk, es ist gar nicht mehr so viel. Es ist gar nicht mehr so viel. Ich hatte, wie gesagt, Katzenstreu oder auch diese Maggi-Tüten habe ich jetzt nicht mit ausgepackt oder eingepackt. Wir haben hier noch Pflücksalat. Pflücksalat ist wild. Kann man halt auf jeden Fall einen geilen Salat machen. Und wir lieben Salat. Also Salat ist echt sau, sau lecker. Ja, machen wir weiter. Und zwar, das ging auf meinen Nacken, da hatte ich Bock drauf. Die veganen Mühlenschnitzel. Und die veganen Mühlen-Cordon Bleus. Sehr, sehr empfehlenswert. Wirklich, schmeckt richtig lecker. Man denkt auch, das ist einfach ein Cordon Bleu. Das ist kein... man denkt nicht, dass das jetzt wirklich vegan ist oder vegetarisch oder sonst irgendwas. Mir persönlich
Ja, was heißt, es ist egal? Eigentlich ist es mir nicht unbedingt egal. Ich denke mir, wenn man einen Fleischersatz hat und der schmeckt eins zu eins wie Fleisch, dann kann ich es doch auch essen. Ja, dann ist es doch gar kein Problem, dann kann ich es mir auch einkaufen. Wie zum Beispiel, ich habe jetzt noch nichts wirklich Vergleichbares bei Hähnchen gesehen. Ne? Deswegen habe ich mir Hähnchenfilet geholt und ist halt auch gesund und sowas. Und bei dem hier, das ist jetzt auch nicht unbedingt sonst gesund, wenn du es dir original holst, also wenn es von einem Tier ist. Und dann denke ich mir, ja, kannst du das doch wirklich nehmen, dieses vegane Mühlenkordon Bleu. Haben wir schon ein paar Mal gegessen, schmeckt mega lecker. Und ist halt auch schnell zubereitet. Ne? Also das kann man sich echt gut gönnen. In 6 Minuten ist das fertig. Und ja, nee, ist wirklich nice. Ich liebe Cordon Bleu, ich liebe Schnitzel. Und deswegen haben wir uns das eingekauft. Ja? Was auch wichtig ist, ist Butter, ja, von Smalgarden. War wieder im Angebot, auf ganz entspannt. Ungesalzen, gekühlt, streichzart. Das gehört einfach aufs Brot. Ich weiß nicht, schreibt mal rein. Ja? Nutella mit oder ohne Butter? Ich bin ganz klar der Meinung, dass man einfach ohne Butter nimmt, weil warum sollte ich, wenn ich schon etwas draufstreiche, dann nochmal Butter drauf machen und dann verschmiert das so? Keine Ahnung, das gehört sich einfach nicht. Ja, dann haben wir noch die hier. Das sind Joghurts, ne? Das sind, oder Pudding. Milchdessert Schoko-Haselnuss. Ja, ich glaube, das ist ein übelster Standard-Joghurt. Also, das ist halt eine No-Name-Marke. Das ist auch von K-Klassik tatsächlich. Also auch von Kaufland, die Eigenmarke. Das war wieder im Mega-Angebot wahrscheinlich. Hier haben wir noch so Mozzarella-Bällchen. War auch im Angebot. Man sieht das hier. Billiger steht hier drauf. Und statt 1,69 € hat das 1 € und 1 Cent gekostet. 40% Rabatt. Ja, sehr, sehr nice. Ist aber auch schon ein Stückchen her, ja. Also ist nicht mehr lange haltbar tatsächlich. Ja, ansonsten habe ich mir noch Milch geholt. Eigentlich habe ich mir 4 Milchpackungen geholt, aber ich habe jetzt nur eine noch mit hier reingetan, weil ich mir so dachte, ich muss jetzt hier nicht 4-mal euch zeigen, wie ich mir eine Milch geholt habe. Ja, muss sein, ich mache mir momentan so ein paar Shakes und deswegen ist einfach Milch wichtig. Was ich stattdessen noch 4-mal geholt habe und auch 4-mal eingepackt habe, ist das hier. Ja, also wir haben einmal von der Müllermilch. Dieses Karamell, ja, oh, das ist ohne Scheiß Müllermilch-Karamell, schmeckt so derbe lecker. Da haben wir uns das gleich 2-mal geholt, das ist unfassbar geil. Und von Müllermilch ist auch übel lecker, und damit war es das dann auch tatsächlich. Von Müllermilch ist auch übel lecker dieses Dark Schoko Cookie. Also Cookie ist generell absolut geil. Wenn es Cookie-Eis gibt, esst Cookie-Eis. Ist unfassbar lecker. Ich kann es euch nur empfehlen. Ist eine absolute. Das ist einfach ein Favorite. Ja, muss einfach sagen. Nichtsdestotrotz, ich muss sagen, das Karamell von Müllermilch schmeckt am geilsten. Das ist genauso wie bei Red Bull. Einfach Granatapfel am besten. Nee, was? Granatapfel? Ja, doch, Granatapfel schmeckt da am besten. Ja, ist genau das Gleiche. Ist einfach wild. Ja, Leute. Was soll ich noch dazu sagen? Das war jetzt mein Einkauf von 4.2. Krass, Alter, ey, die Zeit geht mega schnell vorbei. In den 19 Tagen habe ich Geburtstag, bin 23, ne? Also ich bin, Alter, ein übel alter Mensch. Das macht mich selber fertig. Ja? Schreibt auch gerne rein, wie alt ihr seid. Ihr schreibt das eh nicht rein. Ich sag das einfach bloß, um irgendwas zu sagen. Ne? In diesem Sinne bedanke ich mich aber trotzdem fürs Zuschauen. Ich werde dann noch diese Displays dort dran heften. Mal schauen, wie es dann ausschaut. Und ja, ich wünsche euch an und für sich noch einen wunderschönen Tag. Und ja, wie heißt es so schön? Stänkchen ans Wänkchen, euer Alpha Kevin und ciao.